Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeboller und Solmecke, und ich konnte euch eine ganze Zeit lang hier positive Meldungen von der File-Sharing-Abmahnfront vermelden und muss jetzt leider einen kleinen Rückschlag vermelden. Das Oberlandesgericht Frankfurt hält 200 € Schadenersatz für den Tausch eines einzigen Musikstücks für angemessen. Diese Rechtsprechung ist eigentlich von anno dazumal, und wir können das eigentlich kaum glauben, dass ein Gericht heutzutage noch dieser Meinung ist. Aber tatsächlich sind die der Meinung, tauscht ihr ein Musikstück in den Tauschbörsen, dann soll es 200 € Schadenersatz kosten. Wir finden 1 €, 2 €, 3 € maximal 10 €, wie manche Gerichte sagen, vielleicht angemessen. Denn man muss sich auch vor Augen halten, dass man einmal zwar ein Musikstück ins Tauschbörsennetzwerk reingibt, aber dass alle selbst ja auch Verbreiter sind, die dann dieses Musikstück herunterladen und von denen ja auch immer diese 200 € verlangt werden könnten. Andererseits muss man auch sagen, dass die klassischen Berechnungsmodelle für diesen Lizenzschaden nicht mehr passen. Die klassischen Berechnungsmodelle sehen nämlich so aus, dass man sich fragt, wie viel Geld hätte der Künstler verlangen können, wenn er jemandem das Musikstück verkauft hätte für diese Zwecke. Also runtergebrochen in normales Deutsch: Was hätte Madonna verlangen können, wenn ihr sie gebeten hättet, gib mir mal den Song Frozen, also ein berühmter Hit von ihr, damit ich den in den Tauschbörsen verteilen kann? Dann muss ich sagen, wenn man das wiederum ansetzen würde, wären es Millionen, die pro Song verlangt werden könnten. Und das sagt auch so ein bisschen das Oberlandesgericht Frankfurt: Ja, die könnten noch viel, viel mehr verlangen. Mit 200 € seid ihr noch ganz gut weggekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können das alles nicht glauben. War jetzt in dem Fall zum Glück auch nicht unser Verfahren. Aber wir haben selber auch Verfahren gehabt, wo solche hohen Schadenersatzforderungen festgestellt worden sind. Und eins dieser Verfahren hängt gerade beim Bundesgerichtshof. Und wir hoffen, dass da dann endlich mal ein Machtwort gesprochen wird und der uns sagt, abschließend für Deutschland sagt, wie berechnet man den Schadenersatz beim File-Sharing? 200 € pro Song sind jedenfalls viel zu hoch. Danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.